Oh Gott, freue ich mich auf diese Frau. Wegen diesem Lied habe ich mein Tattoo an der Schulter. Ey, yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gerade dabei, diese Unterkunft zu verlassen. Bye bye, Airbnb. Es war schön hier mit dir. Schaut, aua, noch einmal die Aussicht an. Habe ich das Fenster? Das Fenster zu. Okay. Tschüss, San Francisco. Wir fahren jetzt nach L.A. Wovon aus... Wie heißt dieser Satz? Von wo aus wir dann fliegen. Jetzt ist es kurz nach 8 morgens. Um 19 Uhr müssen wir das Auto abgeben und um 21.30 Uhr geht unser Flieger. Und wir werden jetzt so Minimum 6 Stunden fahren. Ich rechne aber mal mit 7, 8, 9. Mal sehen. Aber jetzt verlassen wir erstmal die Hütte und machen uns auf den Weg. War schön hier. Da war gerade noch ein See. Schade. Bye bye, San Francisco. Bye bye, California. Zeitfenster. Also von 19 bis 19.30 Uhr. Ja, sollten wir aber nicht drauf ankommen lassen. Ja, nein, werden wir auch nicht. Also so lange nicht brauchen. Ja. Ich denke, dass wir so gegen 5 da sind. Ja, abwarten mit Stau in L.A. Ja. Kriegen wir schon hin. Ja, ich denke auch. Ach ja. Wo fahren wir jetzt hin? Driving down the 101. California, here we come. Right back where we started from, California! Passt auch voll, right back where we started from. Ja, aber ist wirklich so. Ja. Und wir fahren einfach die 101. Ich finde das geil. Ich fühle mich auch sie connected gerade. Oh, ich habe richtig Lust, das zu gucken. Ja, okay. Und auf der anderen Seite ist voll Stau. Wir haben bis jetzt noch Glück gehabt. Schnell auf Holz gehabt. Das ist kein Holz, das ist halt. Auf meinen Kopf geklatscht. Ja. Das ist schon hier Holz. Holzkopf. Wetter ist richtig gut eigentlich, ne? Ja, voll. 20 Grad. Ehrlich? Ehrlich, 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 ehrlich. Ja. Bimsi.
Rockstar. Der schmeckt nach Thunder. Yes. Diese Büsche dort sehen aus wie Haarbüsche. Weil manchmal liegt einer von diesen Büschen hier in der Mitte auf diesem grünen Streifen. Einer nur. Das sieht dann aus wie ein riesen Haarbüschel. Ja. Okay. Cool Story, Bro. Ja, nur da
daneben sitzen. Ja, aber wie fandst du den Urlaub? Schön. Hat Spaß gemacht. Schön. Schön. Nee, doch, wir haben viel erlebt. Oh, und hier sind überall tote Tiere am Straßenrand. Ja, ey, ich will gar nicht zählen, wie viele tote Tiere ich gesehen habe. Vor allem auch so große. Ja, auch. Das größte war, glaube ich, so ein Reh oder ein Hirsch oder was das war. Nee, das war ein kleines Rehkitz. Nein, kein Kitz. Das war schon ein größeres. Ja. Aber Reh, glaube ich. Ein Reh. Ja. Ja, und jetzt fahren wir noch, ich würde schätzen, ungefähr 3 Stunden. 3, 3,5. Ja. Es sind aber irgendwie 170, 180 Meilen. 27 Grad. Ich habe nur schwarz an und Vanessa hat auch eine schwarze Hose an. Wir haben uns Erdbeermilchshakes geholt bei Carl's Junior. Und es ist so warm. Und die Straße sieht einfach immer noch so aus wie vor 200 Meilen. Ja, das ist einfach langweilig. Ja. Schön. Sollst du was anderes sagen? Klasse. Noch was anderes. Hübsch. Hübsch. Toll. Ja, wie lange noch? 82 Mal. Klasse. Toll. Schön. Klasse. Sieht wirklich voll schön aus. Da fährt auch ein Spot. Oh Manu. Da. Eine ganz große Amerika-Flagge. Übrigens stehen wir schon seit einer ganzen Weile wieder in der Verkehrsmarmelade. Aber wir sind fast da. Aber es fühlt sich auch ein bisschen, finde ich, an, wie nach Hause kommen, weil wir einfach so die ersten Tage in LA waren und jetzt, wo man hier wieder auf diese 405 kommt, das kommt einem halt alles so vertraut vor und man kennt das alles. Also es fühlt ein bisschen sich an wie Coming Home. Cool. Okay, cool. Mittlerweile ist es übrigens 3.36 Uhr und 23 Grad. Gerade waren es zwischenzeitlich 31. 31? Ja. Oha. Ich hab ein Foto von gemacht. Krasser Scheiß. Ja, und jetzt fahren wir halt noch, bis wir endlich mal am Flughafen angekommen sind und dann Helge abgeben, leider. Helge ist was denn mit dir? Du bist ein guter Gefährte. Ein allerletztes Mal in and out. Wir sind jetzt in LA angekommen und essen jetzt noch und bringen dann das Auto weg und dann geht zum Flughafen. Ich werde es so vermiesen, meine Babys. Okay, nun ist der Moment gekommen. Helge, wir lieben dich. Wir werden dich vermissen. Es war sehr schön mit dir. Du warst uns sehr treu. Du bist sehr schön gefahren. Okay, tschüss. Guck, ob hier was drin ist noch, aber ist nicht. Okay. Bye bye Helge, we love you. Sag bye. Tschüss Helge. Hallo. Oh man, hört dich ja gar nicht, weil ich mit Kopfhörern telefoniere. Aber bald hat das hier ein Ende. Wir sind nämlich am Flughafen. Oh, man hört dich nicht, Fabio. Warte mal, ich lass mal dich kurz hören. Okay, jetzt kannst du sagen. Und dann kann ich nachts wieder schlafen, ey. Freust du dich, dass das in ein paar Stunden zu Ende ist mit der Telefoniererei? Ja, auf jeden Fall. Ich nicht auch. Ich bin froh, wenn du wieder da bist. Oh ja. Vor allem schon alleine nur, damit wir auch nicht mehr nachts oder so telefonieren müssen. Ja, wie viel Uhr ist es gerade bei dir? Jetzt müsste es schon um 4 sein, warte mal. Ja, 3:45. Ja. Oh Mann. Ich werde jetzt mal kurz einen kleinen Wunsch erfüllen. Schaut mal, was für mich gemacht wurde. Das ist so süß. Ich kann nur leider nicht viel länger filmen, wegen der GEMA. Aber schaut euch das mal an, wie süß das ist. Also danke für das schöne Video, danke für den schönen Text, für den Kommentar. Und ganz, ganz, ganz viel Liebe an dich. Hallo. Wir sitzen im Flieger, endlich. Es ist 20 nach 9. Wir sind seit 9:15 heute Morgen unterwegs.
Und wie gesagt, wir sind wieder endlich. Gott sei Dank. Schön. Und ich will einfach nur zu Hause sein. Ich hab keinen Bock mehr. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich das mit diesem Vlog mache, wann ich den beende, weil wir ja jetzt quasi über Nacht fliegen. Aber ich glaube, ich höre dann einfach um 0 auf und fange den Vlog dann den nächsten wieder im Flugzeug an. Ja. A very good evening, ladies and gentlemen, and welcome on board this flight. So, dadurch, dass es ein langer Flug wird, checken wir doch mal direkt die Filme. Okay. Nein, Baymax! Es gibt Baymax! Oh, geil! Oh, Minions gibt's auch. 1 und 3. Findet Nemo, Frozen. Sehr gut. Alles steht Kopf. Es. Minions. Ah, okay, alle gibt's. Ratatouille. Du wolltest doch letztes Mal Ratatouille haben. Nein. Lief mir irgendwann mal. Du wolltest das. Oh, Rapunzel neu verführt. Aristocats. Wir wollten mal zusammen Aristocats gucken. Remember? Weil Laura Aristocats nicht kennt. Pets. Ja, ich glaube, damit komme ich gleich. Und ich habe aber auch noch ein paar Folgen Vampire Diaries auf dem Handy runtergeladen, also. Übrigens sind wir in einem Doppeldeckerflugzeug. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon mal mit einem Doppeldecker geflogen bin. Ich da. Cause I can fly.